Hallo ihr Lieben und willkommen bei The Witcher 3 mit mir, dem Kingsplayer, an Bord von den Nerds. Ihr kennt uns ja. Und ich wollte eigentlich nur zurück zum Baron, um diese Quest, sag ich mal, einfach sagen, diese Missionsstrang zu beenden. Allerdings kommt mir einer in den Weg. Ich bin gespannt, was der mir sagen möchte. Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich. Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid. Ah ja. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Moment, was? Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun, also, dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Das ist auch was dumm, ey. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal. Geh mir aus den Augen. Ich bin im Netter. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Ja. Wahrscheinlich. Leider. Irgendwie. Naja. Der wollte also eigentlich nur mal aufs Maul kriegen. Und das übt mich, muss ich sagen. Es übt mich besser im Kampf. Das ist eigentlich... Das ist nie verkehrt. Huch. Die sind vertrimmt worden, die Ach, geh da weg. Was? Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Was? Aber habt ihr nicht so Plätze? Was ist? Komm schon, Plätze. Na. Gib ihm halt. Olli, olli. Runter, runter. Habt ihr Fisch? Habt ihr Fisch? Lecker Fisch? Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Frau, also wie er da steht riesig, da, das ist aber auch mehr so ein bisschen... Na, wundert er mich. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Was hat er denn? Valhalla, Valhalla. Na, Gwyn-Karten sind nicht schlecht, ne? Zusatzinformationen. Komm, machen wir mal. Gwyn-Karten nehme ich mit, weil ich habe ja, oder ich bin ja so am Lernen, dass die gut sind und auch nützlich sind und alles. Und, ja. Natürlich müssen wir nicht Gold, aber egal. Ja, Gwyn machen wir ein andermal. Wir schauen jetzt wirklich erstmal noch den Baron an. Ich möchte so diesen Sprung haben. Weiter so, Plätze. Na? Diesen Strang wirklich beenden. Es interessiert mich, wo endet das? Was kommt noch? Wie ist es? Huch, hoppala. Entschuldigung. Die Musik erinnert mich immer so ein bisschen an die Gilde von damals. Sehr schön. Oh Gott, Hexen. Nehmen wir mit. Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ja. Kämpfchen. Vielleicht. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. 20 Kronen. Dankeschön. Dankeschön. Seht ihr? Und es bringt doch was, nett zu sein und nicht immer die ganze Scheiße, wie viele andere Menschen Hexer, und so weiter. Auf ein Wort bitte. Was? Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du?
Als Philipp, also der Baron, und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Was gibt's? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts. Sitzt nur da. Na denn, wollen wir mal... Eisenerz. Erstmal alle Pflanzen wegnehmen. Lesebrief. Was steht denn drin? Achso, ich dachte, ich lerne jetzt hier was von den Dingern. Was? Komm nochmal. Was ist das? Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Ja, dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe aber Neuigkeiten über deine Familie. Wir müssen mal reden. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Ja. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ihr auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Aha. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Stapel Holz da hier, Baumstämme eingeploppt ist. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht, aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden, da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht?
In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht. So ist es. Sicher. Meinst du also, du bist eine Hexerin? Eigentlich nicht. Die Mutation. Ich habe sie nicht durchgemacht. Aber alles andere, was ich weiß, habe ich dort von den Hexern gelernt. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Oh ja. Endlich können wir es dir mal zeigen, Dreckskerlen. Aber wisst ihr was? Dieses Rennen schauen wir uns natürlich in der nächsten Runde an, wenn wir es komplett mitmachen und so weiter und so fort. Bis dann.